Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Wir wollten jetzt hier einmal raus. Wir hatten ja gerade die Quest abgegeben über die vermissten Studenten. Wir wollen hier einmal raus und dann mal ganz kurz... Nein, Weltkarte bitte. Wir wollten hier mal ganz kurz raus und dann einmal auspacken. Wir sind nämlich schon wieder überladen. Also nicht ganz überladen, wir können ja schnell reisen, aber voll auf jeden Fall. Ja, so ist das. So. Die letzte Folge war wieder so lang geworden. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich die Folgen ein bisschen verkürzen mal. War sowieso gefragt worden, ob ich die Folgenlänge nicht etwas reduzieren wollen würde. Und wir gucken mal, wie lang wir jetzt so machen. So, auf jeden Fall möchte ich hier mein Zeug erstmal wegpacken. Dann gibt es ja sowieso noch ein paar Bonusfolgen, wie gesagt. Die kommen jetzt auch ganz zeitnah. Ich weiß, ich habe da jetzt schon oft drüber gesprochen, dass wir Alchemie machen wollen und kochen und so weiter und so weiter. Tut mir leid, das hatte sich immer ein bisschen wieder verschoben. Außerdem, man kommt ja so schlecht hier von den Sachen weg. Ich muss ja gestehen, Muschelfleisch, Hawkerfleisch, Kohl, Supp und Tomaten. Alles klar. Ich muss ja gestehen, man kann sich immer von den Quests so schlecht losreißen und dann wirklich mal hier einfach nur stumpf schmieden oder so. Aber ich werde das sehr zeitnah machen. Kann nicht mehr lange dauern. Also auf jeden Fall kommen die Bonusfolgen noch vor Weihnachten. Das kann ich euch schon garantieren. Und die kommen dann wie immer als Bonusfolge zusätzlich raus und nicht anstelle von. So, das hier weg, das weg, das weg, das weg, Elfenschild, das, Heavy Spike, bla, so, dann Sonstiges, dann hatten wir Amethyst, Drachenknochen, Drachenschuppen, 18 mal Eisenerz haben wir gefunden, das ist sehr schön. Gewöhnliche Steine, die sind, oh, großer gefüllt mit schwacher Seele, das ist aber auch Käse. Das ist ja verschwenderisch. Na, egal, das lassen wir erstmal hier. Hawkerzähne auch. Die Pelze, Fuchspelz, Wolfspelz. Nochmal 8 Wolfspelze, Ziegenfelle, Ziegenhorn, so. Den Korb. So, den stellen wir einfach mal da oben hin. Den brauche ich hier nicht drinne. Halt, wir haben auch Zutaten wieder gesammelt. Die packen wir auch schnell weg. So, und das und das und das. Und Nierenwurz. So, das haben wir auch dabei weg. Ach, Leiter. So. Jetzt packen wir noch einmal den Rest gerade hier beiseite. Und dann können wir auch endlich wieder weitermachen. Tut mir leid, es zieht sich schon wieder. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Es zieht sich wieder. So, wir hatten auch einiges an Büchern wieder. Das haben wir auch weggetan. Eisgeist-Essenz, Beschwören, Gifte, Lösung der Stärke, das Zeug, das kann alles weg. Resistenz kann auch erstmal weg. So, nur die normalen Heiltränke nehmen wir mit. So. Die Schriftrollen bleiben auch hier. Dann sind wir bei 168 immer noch. Meine Güte, wir tragen echt zu viel. Es wird allerhöchste Eisenbahn, dass wir schwere Rüstungen weiter leveln. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwo einen Lehrer auch für finde, dass ich das vielleicht aufstufen kann, ohne... ja, dass ich das aufstufen kann, ohne dass ich... ja.
ohne dass ich stundenlang kämpfen muss, sondern einfach einen Lehrer dafür, einen Trainer dafür bezahlen kann. Insofern der mich über Level 60 noch lehren kann. So. Okay. Echt jetzt? Sogar hier auf der Insel? Und es läuft immer sofort weg. Naja. Ich weiß, es ist keine Quest, aber ich wollte unbedingt gucken. Ich hab so das Gefühl, dass wir hier noch ein Wort lernen können. Von daher möchte ich hier einfach kurz mal reingucken. Vielleicht geht's ja auch schnell. Vielleicht geht's ja auch schnell. Lasst uns einfach mal nachschauen. So. Okay, das ist im Moment ein sehr straighter Weg. Keine besonderen Vorkommnisse. Okay, irgendwas... Ich höre hier irgendwas kreischen oder quietschen. Das finde ich schon nicht mehr gut. Egal, wir sind doch... Hups. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch tough. Wir können sie alle besiegen. Alter, jetzt schon wieder? Boah, der ist aber schon wieder zäh hier. Komm schon. Geht doch. Oh, Gold, Seelenstein, Trank, Gold, Pfeile, nehme ich immer gern. Puh, okay, der hat ein bisschen mehr ausgehalten, als ich gedacht hätte, aber war kein Problem. Ja, gut. Wo geht's? Oh, das wird noch ein bisschen mehr als gedacht. Warte mal. Wir stehen hier gerade so passend. Zack, voll in den Rücken. Haha. Wow, Moment mal, eine... Mit euch werde ich fertig. Der Geist einer wütenden Frau? Was soll das denn? Geisterhafte Überreste, Ektoplasma, Goldohrringe. Okay. Was war das denn hier? Der Geist einer verschmähten Frau oder sowas? Ich meine, ja, damit ist nicht zu spaßen, aber... Hä? Hier ist noch ein Draugur mit ein bisschen Geld. Die kam doch hier raus. Oh, Moment, was ist das? Ha. Okay. Ich muss gestehen, die Höhle wird mir schon wieder zu verwirrend. Da geht's bestimmt weiter. Dann gucke ich hier erst nochmal rein. Ihr hättet nie her. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Oh, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Alter, langsam! Alter! Wow! Wow! Das werden doch noch ein paar mehr hier. Holla! Von wegen Geist einer verschmähten Frau. Das ist ja eine ganze Küche voll. Wortspiel, Entschuldigung. Okay, so, was haben wir hier jetzt? Kaputt, kaputt.
Ein Balsamierungswerkzeug. Bisschen Geld. Okay. Also viel Geschmeide liegt hier ja nicht bei, ne? Ein paar Talas und das war's. Na gut, egal. Dann, weiter, was haben wir hier noch? Journal, Part 1. Okay. 1 von 4. Ah ja. So weit, so gut. Lag das unterm Tisch versteckt, wie hinterhältig. Okay, wir scheinen hier... Alter, schon wieder? Lassen wir die Spielchen. Ja. Oh. Ja. Gnade. Was, Gnade? Du hast mich angegriffen. Ich wollte dir nichts tun. Und dann um Gnade winseln. Ich glaub's ja wohl. Mich angreifen und wenn man dann sieht, oh, der Gegner ist stärker, ich bettel mal um Gnade. Puh, voll nicht. So nicht, Fräulein. So nicht. Okay, das sieht auch so aus, als würde es hier irgendwie weitergehen. Oder man hier zurückkommen, oder weiß ich nicht. Ist hier noch ein Journal? Nee, ne? Nö. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Kann ich auch. Das kann ich auch, Junge. Oh, Moment, das war nicht er. Halt, schnell, zack, einsammeln. Da ist der Nächste. Verdammt. Moment, das machen wir kurz auf Distanz. Netter Versuch. Ha. Ja, genau. Ich schieße auf dich, du gibst mir Munition. Ich schieße auf dich, du wirfst mir Munition hoch. Das ist Teamwork. Aua. Alter, was war das denn? Okay, nein, vergiss das mit dem Munition hochwerfen. Ah. Na komm, der hält aber auch gut was aus. Hier, aua. Nein, nix was. Du bist fällig. Da brauche ich keinen was. Nein, den wollte ich. Okay, hier geht's weiter. Da unten scheint es auch noch weiter. Meine Güte. Das ist wieder, ja. Gold, Zaubertrank, Pfeile nehmen wir immer. Oh, warte mal. Geschmeidiger Bogen, 235 wert. Den nehmen wir mit. Er hat hier scheinbar ein paar Mal gegen die Wand geschossen. So, was haben wir hier Schönes? Gold, Trank, Pfeile, läuft. Ein Dreizack. Hm, na gut. Den haben wir aber nicht mitgenommen, der war nämlich nicht viel wert. So, wo geht's hier hin? Part 2. Alles klar. Noch eine Schriftrolle und das war's. Na gut. Was war das? Das war nix. Ah! Gnade. Schon wieder? Diese verdammten feigen Weiber.
Ja. Alter, und diesmal ein Fürst. Fürst, runter! Ha, kann ich auch. Ja, so. Okay. Alter, wir hätten, glaube ich, echt Probleme gehabt, wenn wir hier am Anfang hin wären. Ich weiß noch, wie viele Versuche wir für diese verdammten Todesfürsten gebraucht haben. Und jetzt stehen die hier in jedem Raum. Das ist... Oh Mann. Nicht gut. Nicht gut, ganz ehrlich. Da ist ein Trank. Aber wär das hier nicht so eine Ecke klassisch für... Genau, Part 3. Ha. Perfekt. Ich hatte doch so eine Ahnung. Okay, und dann geht's... Oh, Thronsaal. Ich weiß, ich bin hier ganz gut durchgekommen bis jetzt, aber wir wollen es nicht übertreiben. Vom Thronsaal bitte speichern. So. Okay. Das hier sieht mir aber noch nicht wie ein Thronsaal aus, ihr Lieben. Das ist wieder nur ein Gang. Nix Thronsaal. Ah, ja, da vorne, alles klar. Der Gang zum Thronsaal. Habt ihr etwas gehört? Oh, shit. Tja, lass ich die hochkommen, stürm mich runter, nehme ich Pfeil und Bogen. Was? Ein Eindringling? Angriff, meine Süßen. Was, meine Süßen? Arondil? Wer ist denn Arondil? Oh, 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 warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Alter! Der war jetzt aber gerade ein bisschen... Das kam jetzt gerade plötzlich. Verdammt! Moment. Oh, 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 oh. Essen habe ich nichts Tolles dabei, ne? Nein, Tränke. Starke Heilung nochmal. Oh, schon wieder, Alter. Dem seine Sprüche, die ziehen aber ganz übel. Alter, was denn? Erstmal Ausdauer muss ich auch hier wieder herstellen. So. Kräftige Heilung. Das war gar nichts. Mehr hab ich genug. Von wegen mehr habe ich nicht drauf. Alter, Mann. Boah, der Junge hat wehgetan. Gute Güte. Der Typ hatte echt böse Blitze. Großer Seelenstein, Geld. Seelenstein, Ektoplasma. Okay. Oh, hier drinnen auch. Meine Güte. Okay. Ich habe gerade einen Geist hingerichtet. Interessant. Nun gut. Ah, guckt mal. Nochmal so ein ungewöhnlicher Stein. Part 4. Bergblume, Altowein. Hier liegt alles voller Blumen. Rings ums Bett. Verdächtig.
Und auf dem Bett. Was die hier wohl gemacht haben? Naja, Blumen verteilt, ne? Ihr wisst schon, hallo? Hallo? Ja, was denkt ihr? Die haben hier Blumen verteilt, deshalb liegen hier Blumen. Ich weiß ja nicht, was ihr so denkt. Jupp, jupp, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir dankend an. Das Cape auch, Trank auch. Top Sache das. Und das war's schon hier, ne? Und jetzt geht's hier lang wieder zurück, oder wie? Oder noch tiefer rein? Okay, das könnte... Ja. Was war das denn hier für eine Schlachtbank? Eine arme Rotwadronin. Eine Goldmünze, noch eine Rotwadronin. Das ist aber kein gutes Zeichen hier. Ein Dietrich. Ganz schön arme Leute. Okay, das war eindeutig der Schlüssel, den wir gefunden haben. Sonst hätte ich an einem Meisterschloss länger gebraucht. So, hier geht's hoch, hoch, hoch. Immer schön hoch hinaus. Okay, hier ist noch eine Truhe. Das war einfach. Geld, das... Oh, hallo! Adeptenrobe der Wiederherstellung. 1600 wert. Nett. Nett. Achso, das war die Ecke, wo wir dachten, es geht weiter. Nee, das hier ist sie. Ja, 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 ja. Und dann waren wir hier links gegangen. Und wartet, ich muss mal gerade noch, will ich kurz gucken. Wir waren ja runtergegangen. Ah, verdammt. Käse. Moment, sorry, sorry, sorry. Ich hätte es gleich damit machen sollen. Es ist ja alles schön und gut, dass wir runtergegangen sind, aber ich wollte erst noch kurz gucken, wo es da weitergeht. Das scheint hier ja auch noch hoch zu gehen. Ganz davon ab, dass wir hier noch Urnen stehen haben. Das war doch schon mal was wert. Ich hätte aber gerne wieder den. So. So, dann wollen wir doch mal gucken, wo es hier nach oben geht. Aha. Noch eine Truhe. Gründlich sein hat seine Vorteile. Na toll. Also ganz am Ende ist es nicht. So, und ein Stück wieder hoch. Gold und... Oh. Eine Rüstung der Klingen. Was macht die denn hier? Okay. So, ist hier auch noch was? Nö. Okay, nee, schade. Weiter geht's nicht. Hoppala. Dann können wir hier wieder runter. Jupp. So. Dann haben wir die andere Seite auch erkundet. Das war's mir wert. So, Waffen einstecken. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist?
Wir haben hier zwar wahrscheinlich eine Quest gelöst, die wir noch nicht mal gekriegt hatten. Und das ist auch alles ganz schön und gut gelaufen. Aber das, was ich eigentlich dachte, hier zu finden, das war nicht hier. Ich hatte doch gehofft, hier ein neues Wort zu finden. Weil das alles so nach Draugur und den Drachen aussah. Schade. Ich dachte, wir kriegen ein neues Wörtchen. Da hätte ich doch fast einen übersehen beim Reingehen. Nein, beim Reingehen habe ich sie übersehen. So rum. Ja, okay. Abgeschlossen. Ja, wo auch immer wir die Quest gekriegt hätten, wir haben sie vorab abgeschlossen. Nun gut. Dann einmal zurück und wieder ausladen. Und dann wollen wir die Quest angehen, die ich eben schon angedroht hatte. Also ich glaube inzwischen vor zwei Folgen oder so? Ich weiß nicht. Ich glaube vor zwei Folgen hatte ich das ja angedroht, dass wir erst die Akademie-Studenten suchen wollen. Und danach wollen wir nach den Schriften für... Ich habe gehört, dass sie die Orgodul oder ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der Halb-Orc, glaube ich, der die Bücherei in der Akademie hat. Für den wollten wir doch wieder was holen. Und das, würde ich sagen, machen wir dann auch. So. Gerade wieder die geplünderten Sachen wegbringen. Also einen Vorteil hat dieses Spiel definitiv. Im Gegensatz zu manchen anderen. Die Truhen zu Hause haben alle keinen Boden. Du kannst 4000 Rüstungen in einen Kleiderschrank packen. Das ist nicht sehr realistisch, aber es ist sehr hilfreich. Leer, leer, nehmen wir mit. Der schwarze ist auch leer, nehmen wir auch mit. Den lassen wir hier. Bekleidung, das lassen wir hier und das lassen wir hier. Zack, zack, zack. So, und Waffen. Der Elfenbogen. Der und das und das. Und den Stab des Schocks. Schriftrollen. Questobjekte können... Na toll. Und die wiegen auch alle ein. Was ist denn das für ein schweres Heft? Das ist nur ein Notizzettel. Nein. Wieder Gewicht von 4 extra Bonus für eine Quest, die wir eigentlich gemacht haben, die ich aber nirgends abgeben kann, weil ich sie noch nicht gekriegt habe. Ach, Käse. Oh, entschuldigt. Egal, wie gesagt, wir suchen jetzt noch nach den Büchern für Orgolf oder wie auch immer der Typ hieß. Also, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal genau hier wieder. Und dann geht's weiter. Also, macht's gut. Ciao.